Miethaus wohne ich seit einem Jahr, bin hier wohl bekannt. Als treuer Ehemann und Partner ging ich immer ihr zur Hand. Dann fand ich dieses Flugblatt und es haute mir den Kuckuck raus. Da stand, wollen sie sich scheiden lassen, dann gehen sie doch in das nächste Frauenhaus. Wir zeigen ihnen, wie sie ihren Mann zerstören und finanziell ruinieren. Und unsere guten Tipps, die sollten sie wirklich nicht ignorieren. Denn dann geht die ganze Sache ganz bestimmt für sie gut aus. Wollen sie sich scheiden lassen, dann gehen sie doch in das nächste Frauenhaus. Am besten ist, sie fangen gleich mit einer riesengroßen Lüge an. Und sie erzählen überall, er hätte ihnen weh getan. Er sei ein Säufer und ein Schläger, ein Gewalttäter durchaus. Wollen sie sich scheiden lassen, dann gehen sie doch in das nächste Frauenhaus. Seiner eigenen Wohnung weggewiesen ist. Haben sie vieles schon erreicht von dem, was hier noch möglich ist? Spielen sie weiterhin das arme Opfer, dann sieht sehr gut aus. Wollen sie sich scheiden lassen, dann gehen sie doch in das nächste Frauenhaus. Zuletzt nehmen sie ihm noch all sein Geld und seine Kinder weg. Dann liegt der böse, böse Mann endlich in seinem Dreck. Und wir sorgen dann dafür, dass er da nicht so schnell kommt raus. Wollen sie sich scheiden lassen, dann gehen sie doch in das nächste Frauenhaus. So ein blödes Frauenhaus.